Herzlich willkommen auf meinem Kanal Awaken Kundalini Tarot. Heute für das Standzeichen Schütze für den Monat Februar in der Liebe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und eure Herzensperson, euer Gegenüber liegt hier in der Mitte. Und wir werden jetzt mit 12 Karten drumherum schauen, was da einfach so momentan gegeben ist. Drei Karten zum Kopf. Einzelne Karten zählen bei mir übrigens, die rausfallen. Drei zum Herzen. Dieser Monat ist schwer mit Verhandlungen belastet, also sehe anhand der anderen Standzeichen. Drei zum Fuß. Das Unterbewusste, das was weggedrückt wird momentan. Und drei Karten zum Rücken. Das Zukünftige. So. Und dann haben wir unsere 12 Karten schon bekommen. Plus die Nebenkarte, was gefallen ist. Somit haben wir 13. Und stehen auf jeden Fall hier im Februar Verhandlungen momentan bewusstseinsmäßig an. Also dein Gegenüber möchte hier Verhandlungen aussprechen. Und zwar was eure Beziehung angeht. Er hat hier wohl im Februar eine Nachricht bekommen, der Ritter der Stäbe ist auf dem Weg nach draußen, das bedeutet, hier kehrt Ruhe ein. Es kann sein, dass hier, naja, der Januar etwas aufgerieben war. Der Fokus liegt jetzt auf jeden Fall in deinem Gegenüber wieder voll auf der Beziehung und auf dem Partnerschaftsfeld. Wahrscheinlich eben auf dem Grund dem Eremiten ging wahrscheinlich deinem Gegenüber in einer Art Licht auf, beziehungsweise eher was verstanden. Möglicherweise geht es um eine Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Ihr seid besser in eurer Haut. Ich lese die Karten. Ihr seht für eure Situation raus, was stimmig ist und was nicht stimmig ist. Ihr findet so oft mal was im Aszendenten. Alles andere ist kollektiv. Hier kommt es auf jeden Fall von deinem Gegenüber zu Verhandlungen, ja? Die momentan aber wirklich sehr positiv aussehen, weil der Ritter der Stäbe wirklich auf dem Weg wieder nach draußen ist. Also es sagt mir, dass da bisher eventuell etwas, ja, härtere Stunden angesagt waren. Oh, auf der emotionalen Seite hagelt es hier ziemlich runter, ja? Möglicherweise habt ihr euch sogar getrennt oder lebt in der Trennung, seid in der Distanz? Weil ich sehe neben ihm hier auf jeden Fall den klaren Fünfer, also die emotionale im Herzen neben ihm klare Trennung. Also wir werden hier nachher genau drauf schauen, ob der Gegenüber hier ein Problem hat mit der Trennung oder wie. Die fünf Stäbe lassen auf jeden Fall dafür sprechen, dass da momentan ein Stillstand ist, emotional. Was mir sagen könnte, wirklich, dass hier eine Distanz stattfindet, ja, emotional, mental. Und mit den zwei Stäben daneben ist es wirklich so, dass er wohl in einem Entscheidungsprozess ist oder war oder kommt, wo er wirklich sieht, was er möchte und was er nicht möchte. Und da haben wir es auch schon. Also ich denke, hier hat er sehr, sehr viele positive Eigenschaften von eurer Beziehung oder von euch einfach ja nicht gesehen. Weil ich sehe hier auf jeden Fall, dass er
mit 8 und mit 9 Kelchen hier unten wirklich eigentlich schöne Dinge von sich wegstößt, ja? Also gehe davon aus, dass er hier oder diese Person in der Vergangenheit und auch momentan nicht so ganz gehandelt hat, wie sie das gern wollte. Momentan ist es auch so, dass es dieser Person nicht einfach fällt, in die einfache Schwingung zu kommen und wirklich mit Leichtigkeit viele Dinge zu sehen. Da ist momentan anscheinend ein bisschen ein Starrsinn da durch den Ritter der Stäbe, den meist bringt. Die zukünftigen Karten sind auf jeden Fall so, dass er auf jeden Fall in die Stabilität kommt. Oder aber hier eventuell eine Vaterfigur ihn enttäuscht, das werden wir aufklären, das müssen wir sehen. Eine Vaterfigur oder eine höhere, für ihn gestellte Person, ja. Muss aber nicht sein. Es ist eher möglich, dass er, also dieser Herrscher schaut ihn direkt an. Was bedeutet, dass er schon, nachdem er hier so überhaupt gar nicht weitergekommen ist, in der Zukunft wieder seinen Platz findet, ja. Allerdings lassen die drei Schwerter auch zu vermuten, dass auch noch eine Enttäuschung bei deiner Person ansteht. So. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen aufklären, die Karten ein bisschen mehr ins Detail gehen, um zu sehen, was ist hier genau los, wie kannst du deinem Gegenüber am besten helfen, wie bekommen wir irgendwo Details raus, was dich angeht. Und dann schauen wir jetzt mal hier auf das Beziehungsfeld. Wenn du hier in der Beziehung eben bist, dann trifft es hier auf jeden Fall für dich zu. Wenn du Single bist, dann ist es von deinem Gegenüber die Vision, ja? Und ich denke, hier ging es um fundamentale Sachen, die in der Luft gehangen sind, wo zwar gemeinsame Visionen da waren, aber durch anscheinend die Situation, das irgendwie gecancelt worden ist, und er möchte da wieder versuchen, an dich ranzukommen, ja, diese Person, weil er irgendwo schon weiß, dass irgendwo in der Distanz du dich aufhältst, ja, und es geht hier anscheinend ganz gnadenlos, um irgendein Ende oder was zu Ende zu bringen, weil hier ist der Fünfer eigentlich überall vertreten. Und das Entscheidungsfeld, über das er sich hier so Gedanken macht, fällt ihm schwer, aber er wird sich intuitiv leiten lassen. Ja? Also es ist sehr positiv hier. Und er wird das also in den Verhandlungen auf jeden Fall, wird er sich anzeigen. Ja. Er wird auf jeden Fall, wenn ihr hier in der Distanz seid, sich auf jeden Fall melden. So. Liebe Schütze, dann schauen wir mal. Oder liebe Schützin. Dein Gegenüber, denke ich, hat hier einfach sehr zu schaffen gehabt, womöglich auch mit der vorherigen Trennung. Oder mit einer Trennung, die er abschließen musste in seinem Leben. Das muss nicht eine Beziehung sein. Man kann sich auch von vielen anderen Dingen trennen. Und ich sage jetzt mal, irgendwie ein Problem haben. Und wohl sind immer wiederkehrende Dinge und immer wiederkehrende Dinge, wo dein Gegenüber aufgebaut hat, immer wieder zerstört worden. Ja, auch wenn er wirklich stark an sich gearbeitet hat. Also dein Gegenüber hat so ein bisschen Pech, sag jetzt mal, das ist ein kleiner Pechvogel. Und das stoppt natürlich immer wieder im Leben.
Der Stillstand hat bei deinem Gegenüber damit zu tun, dass er von seiner eigenen Mitte, von seinem eigenen Bund mit sich selber etwas durcheinander kam und hier mehr Aufmerksamkeit hingeschenkt werden sollte. Ja, also um ihn wirklich hier zu unterstützen, würde ich dir raten, dass er sich selber in der Selbstliebe und für sich selbst was tut. Ja, weil ich denke, hier stecken einige Lösungen. Er schiebt hier Dinge von sich weg, weil es längerfristig anscheinend in andere Gewässer geht für ihn. Möglicherweise durch ein gewisses Umfeld mit Arbeit oder. Ja. Das ist schwierig. Manche Dinge einfach hängen noch für die Zukunft. So. Also es ist so, dass er wirklich hier in der Zukunft wieder wirklich zu sich selber kommt, ja, und wirklich aus den Ängsten, aus der Hoffnungslosigkeit rausgeht, weil der Bube der Kelche hier wirklich wieder, also ihm wirklich gut zuredet, sage ich jetzt mal, der Ritter der Münzen, und er dann ziemlich schnell zum Fall kommt und sieht, dass da auf jeden Fall nur Hoffnung da ist und auf jeden Fall es in eine wirklich tolle Richtung noch gehen kann, wenn dann wirklich wieder jeder seinen Platz kennt und wenn du dich dann hier dazu nur anzeigst, dass du wirklich noch im Interessenfeld bist, dann kann es sie auf jeden Fall im Februar beziehungsweise vielleicht auch im März mit den Zukunftskarten, je nachdem, grandios werden. Ja, und ihr könnt sie auf jeden Fall grandiose und tolle Stunden miteinander haben. Jetzt schauen wir uns nur die Enttäuschung an, die bei ihm ist. Es ist damit zu rechnen, dass der Gegenüber wieder in der Vergangenheit in ein gewisses negatives Muster fällt, also eine Art Rückfall hat mit was und entweder wieder hier in den Rückzug geht oder eben wieder hier ins alte Muster geht und sich wirklich nicht so unbedingt toll zeigt. Du aber die Sache überschaust, weil du hier in der Hohepriesterin liegst und wirklich auf alle Elemente spielen kannst und wirklich verstehst, um was es hier geht. Ja. Und du mit deinem Gegenüber einfach einen Wunschpartner gefunden hast und deswegen auch hier wirklich durch starken Schmerz gehst und ihm auch immer wieder einen neuen Kelch geben wirst. Und hier einfach die Königin der Kelche und wirst immer wieder versuchen, dieses Fundament für euch aufzubauen und weiterzubringen. Also für den Februar ist es wirklich so, dass die Verhandlung wirklich im Endeffekt gut rausgeht. Du kennst dein Gegenüber selber und wirst sehen, wo du sensibel ansetzt. Das ist auf jeden Fall auf einem guten und richtigen Weg diesen Monat. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, einfach Kanal abonnieren, kein Video mehr verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bedanke mich. Tschüss!